Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir zwei Gebiete gekauft und werden jetzt in dieser Folge hier kurz das Systemmittel verkürzen, damit wir hier in kurzer Zeit auf dasselbe Ergebnis kommen. Dafür muss man das aber hinkriegen. So, perfekt, genau. Und dann wird dahinter direkt die Schräge gemacht. Perfekt. Dann können wir nicht das da abreißen. So. Und dann können wir die neuen Signale einsetzen. So, genau, das ist jetzt das eine Gebiet. Das ist so rum, das ist so rum. Aber hier wird ein Vorsignal eingesetzt, damit man weiß, in welche Richtung man fahren muss. So, perfekt. Okay, warum stehst du jetzt? Schaut auf jeden Fall schon mal besser aus. Schauen wir mal, ob das auch so gut funktioniert, wie ihr hofft. Aber ich glaube, das sollte einige unserer Probleme auf jeden Fall lösen. So, eigentlich, warum wir auch pausiert haben, ist, dass wir die Versorgung der neuen Städte sichern können. Hier hinten ist das Kupfererz. Das müssen wir dann zu unserer Station liefern, zum Verarbeiten halt, ne? Aber diese Stadt hat mein Interesse geweckt. Mit zwei sehr schöne Produkte nebeneinander liegen, die wir gut verkaufen können. Bedeutet, wir werden hier einen Bahnhof reinbauen. Frage ist am besten, wie Stationen. Ich hätte so gern so einen Güterbahnhof, so einen simplen zweigleisig. So auf 150 Meter vielleicht ausgelegt. Oder vielleicht gleich auf volle Länge. Vielleicht gar nicht mal so doof. Immerhin wird diese Stadt sicher wachsen. Schau mal, die bleiben hier im Reach. Die Frage ist, wenn man hier sozusagen sich reinbaut. Ich baue die Straßen außenrum wieder hin, kein Problem. Aber hier so hinstellt, dann hat man eine gute Range über die ganze Stadt, die gebaut wird. Bedeutet, wir müssen hier leider mal euch die Straßen klauen. Enter, 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 enter. So, jetzt kommt der Bahnhof. Eigentlich immer noch eine sehr gute Uprange, ne? So. Perfekt. Dann setzen wir ihm jetzt auch die dementsprechenden Straßen wieder hin. Zum Beispiel, er braucht hier wieder eine Anbindung. Sie kriegen ein Tunnelsystem, würde ich sagen. Okay, das ist ein bisschen zu kurz dafür. Dann machen wir hier einen Tunnel drunter. Tunnel. Der muss tiefer sein, okay. Hier, das abreißen. Tut mir leid, Haus. Ihr kriegt eine Finanzspritze nachher von mir. Kein Problem. Drei ist auch nicht tief genug. Was? So, wenn ich jetzt hier mache. Bau von einem Tunnel. Was ist, wenn ich mir sage, ich baue eine Brücke drüber? Okay, das funktioniert. Ein umsonst gemachter Versuch. Dann tun wir nochmal Terraform, damit hier die Stadt auch wieder ordentlich ausschaut. So. Dann können wir euch nur anbieten, dass wir... Weil wir werden sicher hin... Also ich will jetzt auf jeden Fall hier noch eine Außenstelle lang ziehen. Dafür muss ich aber Terraform machen.
Damit wir hier noch genug Platz haben zum Arbeiten davor. So. Eine Schiene führt auf jeden Fall vorbei. So als Notfall, also sozusagen, wenn keiner halten will, zum Ressourcentransport kannst du hier vorbei. So wäre die Idee. Dann hätte ich gerne... Dass wir die Schienen nach da vorne fortsetzen direkt. Und dann tun wir versuchen, da drunter einen Tunnel zu graben. Für die Autos. Tunnel bauen. Genau, und dann könnt ihr hier wieder reinmergen. Perfekt. Angedockt. Wir bauen noch schon mal hier so die Straße ein bisschen aus. Wer weiß, was aus der Stadt in Zukunft werden könnte. Nee, das geht nicht. Da steht das Ding dran. Aber man kann zum Beispiel hier drüber auch eine Brücke legen. Ziehen auch mal hier die Schienen vor. Wie gesagt, vieles davon ist ja nur provisorisch. Weil die Außenschiene brauchen wir für den Anfang erst dann, sobald wir Kupfer legen. Weil Kupfer ist, glaube ich, irgendwo da hinten, Kupfererz. Dann fahren wir nicht hier drüber, hier links lang und dann hier zu der Produktionslinie. Dann fährt er über dieselben Schienensysteme. Aber ich denke mal so, wenn ich hier die Stadt schon halb abreiße, dann brauchen die auf jeden Fall auch eine Kompensation dafür, was ich getan habe. Und das scheint wohl nicht so zu funktionieren, wie ich es mir hoffe. Das ist schade. Ich habe auch noch leider keine anderen Brücken. Das wird hier mal erst so eine Zukunftsgedanke bleiben. Wir werden die Straßen schon trotzdem mal so legen, dass die dann nichts verändern können. Genau, so. Das soll das Gebiet dann werden, wo die Brücke drüber kommt. Wenn du die am Tunnel Brücke drüber. Perfekt. Ich glaube, ich grabe hier einfach einen Tunnel durch. Dann schließen wir das hier vorne am System an. Fertig. Easy peasy. Bedeutet, wir brauchen wieder Terraforming. Wir haben eh so viel Geld aktuell. Wie viel haben wir denn noch? 19 Millionen. Easy. Wir graben hier einen gescheiten Tunnel. Tja, das hat doch vollkommen gereicht. So. Was ich sage, ist, dass die zwei hier zum Beispiel zum Mergen. Und... gerade ob ich das Gleis nicht nach hier außen verlege. Genau so. Und dann merge das mit dem hier. So viel Space gerade müssen zu lassen. Im Grunde, bis hierhin ist es zweispurig. Ob ich es jetzt eh nicht zu kompliziert mache. Aber ich will halt genug Luft überall zwischen wieder drin haben. So, wie gesagt, die kriegen ja auch wieder ein beidseitiges Signal hier rein verbaut. Dann ist das aber komplett unnötig, was ich jetzt gebaut habe, ne? Kompletter Schwachsinn. Ich habe mir schon wieder irgendwas überlegt im Kopf und das hat nicht genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Hups. Dann tun wir hier den Kreisel verwenden. Aber hier muss ja keine große Schiene gerade abführen. Bedeutet eindeutig, das ist wurscht. Vielleicht kannst du hier schon abspüren. Und dadurch, dass die Schiene ja nicht doppelt besetzt sein kann, muss man hier natürlich aufpassen. Bedeutet, wir brauchen wieder Signale.
Und ein Vorsignal. Genau. Perfekt. Fürs Erste sollte das reichen. Und jetzt setzen wir mal den Anschluss fort. Der muss ja hier geschehen, sozusagen. Das Problem ist, wir haben für die nur eine Abfahrt. Bedeutet, die können nur in eine Richtung auf- und abfahren. Die müssten sozusagen einmal hier hinten wenden und wieder zurückfahren, was richtig bescheuert ist. Aber der Anschluss ist halt da so perfekt. Oh Gott. Habe ich mir da jetzt ein eigenes Bein gelegt? So. Was ich probieren kann, ist hier mal gerade auslegen. Dann tun wir mal hier mit Signalen arbeiten. Das sollte funktionieren. So, jetzt ist das Problem. Wir müssen mit dem System dann nach da drüben fahren. Das könnte jetzt interessant werden. Ich will das anschließen. Das Problem ist, wir müssen sogar Holz dann in die Richtung bringen. Oder wir müssen irgendwie einen Anschluss machen, den neuen. Das kriegt man easy angeschlossen. Das ist kein. Alter, das ist schon die nächste Stadt. Irgendwann connecten die noch, weil allein schon mal, wie groß diese Stadt geworden ist. War das nicht am Anfang mal so ein kleiner Ort? Holy shit. Die Frage ist nicht, ob ich hier das umbaue, hier nach drüben setze und dann hier zwei Auffahrten mache. Eine große sozusagen. Dass ich hier sozusagen eine Abfahrt mache und dann schräg versetzt hier hin. Und wir das dann mergen in ein neues Gleissystem. Könnte funktionieren. Mal schauen. Das wurde schon angehalten, aber es fährt schon auf das passende Gleis auf, finde ich. Oder nee, fährt genau das ist das falsche Gleis auf, aber wir lassen dich mal durch. Seit den nächsten. Nicht so. Perfekt, so. Wir nutzen jetzt kurz die Confusion. Jetzt muss ich kurz mich selber wieder... Nein, oh fuck, jetzt habe ich das falsche Kabel abgeschnitten. No, fuck. So. Dann, jetzt muss ich hier wieder Terraform anfangen. Aber ich habe eh davor hier noch nie gemacht, wirklich. So. Alles so ein bisschen gratifizieren. Ich noch das andere. Das ganze alte Schienensystem im Weg. Oh Gott, ist das wieder Arbeit. Ganze später wieder zusammenzusetzen wird lustig. Da fahren wir ab. Bedeutet, das ist Abfahrgleis. Bedeutet, das muss ich. Hier anschließen. Genau. Und das Gleis. Schließt am besten so an. So, perfekt, genau. Wir brauchen jetzt Signale. Habe ich das richtige Signal ausgewählt? Ja.
Ob hier ein Front- und Vor- und Rückfahrsignal ist. So. Es geht jetzt darum, dass wir diese einzelnen Abfahrten und Auffahrten jetzt teilen können. Alter, das ist eine reine Verwirrung an Kabellage schon wieder. Hier ist halt zum Beispiel das Problem. Obwohl, das, wenn da nur ein Zug gleichzeitig einfährt, sollte das funktionieren. Hoffe ich. Nochmal kurz Signale. Das braucht ja auch weiterhin Signale. Okay. Darauf sollten wir hoffentlich keine Unterbrechung im normalen Verkehr jetzt haben. Warum er jetzt auch immer rot hat, aber alles voll war, oder was? Er sagt lustig, dass es alles rot ist. Ah, oh, genau, weil, da müssen wir noch eine höhere Durchfahrtslaufzeit haben jetzt. Aber scheint gut zu laufen. Perfekt. Aber Leute, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.